What? Oh. Ich glaube, wir sollten mal unseren neuen Freund hier ausprobieren. Interessiert das den in irgendeiner Form? Ist die Frage. Oh ja, oh ja. Sehr gut. Und wir haben noch nicht mal irgendwas an Munition verloren, denn wir haben genau 3 Raketen verbraucht und 3 erhalten. Ich liebe es. So, leider nichts drin, okay. Dann speichern wir. Laden mal fröhlich nach und dann können wir ja auch mal die Muni einsammeln. Alter, mit dem Panzer, die haben doch ein Radar. Warum zur Hölle sollten die hier drinnen einen Panzer parken? Mal wirklich, also... So richtig Sinn macht's nicht, habe ich das Gefühl, ne? Ach ja, okay. Da bist du auch wieso mit dem Panzer vernichten müssen. Da wir durch dieses Turm müssen, werden wir genau im Einschussbereich, so würde ich sagen, von diesem Ding gewesen. Und ich ahne, dass hier gleich schon wieder die nächste Schlacht starten wird, denn hier steht so viel Krempel zum Deckung suchen rum. Oh Mann, wirklich. Ey, da liegt Energiezeug rum. Ist das schon wieder ein Panzer? Oder ein panzerähnliches Fahrzeug? Ja, das ist ein Panzerfahrzeug. Nein! Wow! Ich gehe da mal hier lang. Versteck mich mal dahinter erstmal. So, und dann sollte ich jetzt irgendwie schauen, dass ich... Nein? Dass ich nach Möglichkeit... Schießt er gerade wirklich auf die Wand und tötet mich damit? Ich glaube, es hackt. Okay. Ich komme da nicht drum rum. Okay, das Ding ist zum Glück unglaublich langsam, der Geschützturm. Wirklich? Ich muss es nochmal machen. Können wir den vielleicht gleich auswählen hier, die Panzerwaffe? So, nochmal speichern. Na, das lief doch grandios! Aber natürlich. So. Das ist ein tolles Spiel. Wir spielen Fangen mit einem Panzer. Kann sein, dass wir diesen nicht zerlegen können. Aus mir unerfindlichen Gründen kann dieser Panzer nicht zerstört werden. Das heißt, wir lassen das sein. Und hüpfen einfach mal hier drüber, suchen uns hier Deckung und sind gefangen. And it's gone. So, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie das Tor aufkriegen, wahrscheinlich. Speichern wir doch mal. Ist immer eine gute Idee. Wenn man in Gefahrensituationen steckt, ich hänge mal wieder fest. Ich hänge mal wieder fest. Ich glaube, wir gehen mal hier lang. Ha! Natürlich. So, kommen wir doch mal ein bisschen angeschlittert hier. Verlust festgestellt. Geht eleganter, ich weiß. Geht eleganter, ist mir jetzt gerade aber völlig egal. Oh ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unsere Energie jetzt auf 3. Wir können unser Leben zum Glück fast wieder vollständig aufladen und wir haben endlich Handgranaten. Ich finde es großartig. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon besser ausgerüstet, als wir das vor unserer Gefangennahme waren. Denn wir haben jetzt einen Raketenwerfer und ansonsten eigentlich alles, was wir vorher auch hatten. So, die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt lang?
Das weiß ich nämlich absolut gar nicht. Kann es sein, dass es hier bloß ein Munilager ist? Dass der Weg hier gar nicht weiterführt? Na toll. Also wieder raus. Was müssen wir denn tun? Sagt's mir, sagt's mir. Ich weiß es nämlich nicht. Ich geh mal ein bisschen sammeln hier. Energie jetzt auf 45. Okay. Haben wir hier drüben. Achso, das ist der Panzer, okay. Hier drüben sollte eigentlich nichts mehr sein. Speichern wir doch mal. Und dann machen wir einfach mal unsere Deckung kaputt. Das ist immer eine gute Idee. So dachte ich mir, dass wir das aus hinten können. So. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal wieder eine volle Energieleiste. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier... Wirklich? Wirklich? Wir müssen einfach nur durchgehen. Das ist doch ein Scherz. Und ich suche die ganze Zeit nach einem Weg, wie wir das aufmachen können. Und dann gibt es keinen. Nein, ich will da nicht wieder zurück. Lasst mich bitte hier durch. Dankeschön. Ja, aber natürlich. Schon, das interessiert ihn nicht so wirklich, ne? Meine Herren. Der steckt ja was weg. Da sollten wir vielleicht mal eine andere Waffe nehmen. Was haben wir denn da so im Angebot? Wir könnten natürlich einfach mal ein bisschen Granaten-Action machen. Ach Mann, jetzt mach doch mal hier. So, können wir jetzt. Speichern wir mal gleich. Ja, dankeschön. So, nochmal neu. So, das war's für den Kollegen. So, für den können wir eigentlich auch die Pistole nehmen. Die kennen das ja gar nicht anders. Gut. Lief ein bisschen besser als beim ersten Mal. Hier sind Minen, ja? Ich merke nichts von Minen. Ich kann hier fröhlich rumspazieren, die sind überhaupt keine Minen. Diese verarschen hier wieder. Tja. Okay, hier gibt's aber Explosive. Die wir dann auch gleich mal fröhlich aus dem Weg räumen wollen. Natürlich ist hier zu. Wie sollte es auch anders sein? Hier drüben kommen wir auch nicht durch. Das heißt, wir nehmen den Weg hier drüben und schauen mal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Hört doch mal auf, mit Gerümpel zu werfen von oben. So, jetzt will ich mal probieren, ob ich es schaffe mit dem Duckjump hier drüber. Ja, das war gut. Klappt das nochmal? Tatsächlich. Hört auf, mit eurem Kram zu werfen von oben. Hilft mir. Gib Warum hilft mir denn keiner? Ja, ich bin noch hier. Hahaha. Scharfschützentrick, unglaublich. So. Ist ja unglaublich, der alte Scharfschützentrick. Einen als Opfer liegen lassen und stattdessen dann drauf warten, bis die nächsten kommen. So, jetzt halt die Frage, was hält der Kerl aus, ne? Ist er tot? Warum hält der denn? Nee, der ist nicht tot. Klappte nicht so gut. Okay, nein, ich will nicht speichern. Verdammt, ich drücke immer auf die falsche Taste. Das ist unglaublich blöd gemacht, dass die direkt nebeneinander liegen, finde ich. So, laden wir nochmal. Speichern direkt wieder, damit das nicht nochmal passiert. So, das sollte doch gereicht haben, oder? Hilft mir. Warum hilft mir denn keiner? Ja, ist doch alles gut. Ich sterbe hier draußen. Hilfe, bitte, Hilfe. Alter. Halt die Klappe.
Okay, der hat es auch schon hinter sich. Gut. Das war jetzt ein bisschen besser als vorher. Wer schießt denn hier schon wieder? Kommen wir hier irgendwo durch? Hier gibt's schon wieder Minen, natürlich. Minen, Minen, la 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 la. Oh, hier gab's tatsächlich Minen. Ja, hier gibt's tatsächlich Minen. So, ich speichere mal. Gehen wir mal hier am Rande lang. Und latschen eine Mine. Vielleicht eher so und jetzt so. So weit, so gut. Wirklich. Ich bin noch nicht mal richtig um die Ecke. So, du Arsch. Röchel dir einen ab von mir aus, ist mir vollkommen Rille. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Natürlich auch noch Minen. Oh Gott, ey. Ihr habt sie doch nicht alle, ganz ehrlich. So. Da schießt schon wieder einer auf mich und ich verstecke mich hinter explosiven Fässern. Das ist ein Traum. So, von wo schießt's denn hier? Von da? Nee. Oh, weißt du, scheiß drauf. Wir gehen einfach mal. Und hier sind tatsächlich keine Minen mehr an der Ecke. Automatische Medizin. Gibt's da einen besseren Weg? Ach so, wir könnten vielleicht. Natürlich. Wir sollten vielleicht auch das explosive Fass benutzen dabei. So. Und dann sollten wir jetzt ja auch drüber marschieren können, ohne uns gleich einen Schlag zu holen. Wunderbar. Einmal speichern. Gut. Und weiter geht's. So, wo müssen wir denn hin? Hier hinein? Hier hinunter meine ich? Nee, von da sind wir ja gekommen. Okay, da drüben, da ist das Scharfschützennest. Schaffen wir es denn? Das will ich mal kurz probieren. Ich meine, ich bin ja so unglaublich gut in den Jump'n'Run-Sachen, aber... Okay, wir schaffen das nicht. Hätte ja klappen können. Gut, dann müssen wir ja eigentlich irgendwo mal einen Lüftungsschachtzugang haben oder sowas, ne? Vermute ich mal. Oder müssen wir vielleicht... Okay, ich sehe, wo wir lang müssen. Ja, aber das bringt uns doch gar nichts. Was haben wir denn davon? Nichts. Okay, nochmal zurück. Ha, wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Eigentlich müssen wir ja da unten durch, ne? Mal kurz hier diese Mine wegräumen. So. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier irgendwas auf dem Dach zu suchen haben oder ob wir einfach nur mal wieder durch das Tor da unten gehen müssen. Na, das klingt ja auch super hier. Okay, wir haben einen Weg gefunden. Daten werden geladen. Sie sind nicht auf dem Weg zum Landerkomplex. Ich wollte ursprünglich selbst dahin. Hier gelandet und dabei spät. Die Nerven verloren. Nerven sind das Gute. Da wissen Sie, was ich meine. Einfach warten, bis die Katastrophe vorüber ist. Tun Sie mir einen Gefallen. Seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Na klar. Vorsicht ist mein zweiter Name. Wie man schon öfter mitgekriegt hat hier. Vielleicht auch mein dritter nach Ernst. Denn alles, was ich mache, ist immer Ernst. Wie ich auch schon mal festgestellt habe. Ich glaube, ich bin zu nah dran. Ich weiß. Auf jeden Fall nicht nah genug, um das Ding mit den ersten 5 Schüssen zu treffen. Und ich glaube, wir sollten hier definitiv nichts zur Explosion bringen. Das wäre vielleicht angeraten, hier alles mal ausnahmsweise ganz zu lassen. So, das heißt, wir passen hier durch, sehr gut. Schnüppeln nochmal ein paar Kisten zur Seite. Allerdings bleibt uns nur dieser eine Weg und das heißt, wir müssen mal wieder springen üben. Hüpp. Okay, wir müssen, glaube ich, so und dann... Schaffen wir das? Nee, schaffen wir nicht. Verdammt.
wie komme ich denn hier weiter? Das war grandios. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.